Hallo und herzlich willkommen bei Radio Münster Bandvorstellung. Heute geht's bei uns um die Münsteraner Rock-Metal-Band Spin My Fate. Die gibt's bereits seit mehr als 10 Jahren und die haben mittlerweile schon 5 Alben und eine EP veröffentlicht und auf mehr als 250 Gigs gezockt. Das heißt, die sind mindestens, also rechnerisch gesehen, jedes zweite Wochenende unterwegs und das ganz ohne fetten Plattenvertrag. Wie man auch ohne Vertrag rockt und wie stark oder auch wie wenig man sich musikalisch in einem Jahrzehnt verändert hat. Das klären wir gleich noch, denn wir haben Besuch von Gitarristen Simon Bosse. Damit ihr euch schon mal eine Vorstellung davon machen könnt, wie Spin My Fate überhaupt klingen, gibt's jetzt den Song Tides vom gleichnamigen neuen Album für euch. Ich bin Linda Zedli, hallo zusammen. Wir stellen euch heute in der Sendung eine Stunde lang die Band Spin My Fate vor und Gitarrist Simon Bosse, der ist auch heute zu Gast bei uns in der Sendung. Hallo Simon. Hallo Linda. Für die, die euch jetzt nicht kennen, stell mal Spin My Fate ganz kurz vor. Wer seid ihr eigentlich? Ich würde mal sagen, wir sind 4 beste Freunde, die sich schon quasi ihr ganzes Leben lang kennen und machen die Musik, die wir am meisten lieben. Ihr seid zu viert unterwegs, genau. Richtig? Ja.
Sag mal, wer ist denn sonst noch mit dabei? Also unser Schlagzeuger ist der Jonas, Jonas Bertels. Unser Sänger ist Jan Kattner. Unser Bassist ist der Patrick Harz. Und ich bin der Simon Bosse, der Gitarrist der Band. Und ihr hattet auch mal ein paar Wechsel bei euch im Bass. Das ist auch die einzige Stelle, die bei euch gewechselt hat. Ganz genau. Also wir haben damals mit dem Janosch zusammen angefangen und haben die ersten Jahre mit ihm zusammen gespielt. Und der Janosch ist dann irgendwann oder hat sich irgendwann dafür entschieden, halt mit seiner Familie wieder in die Heimat zurückzuziehen und ist mittlerweile auch vierfacher Familienpapa. Oh. Das war auch immer schon sein Traum, früh viele Kinder in die Welt zu setzen. Hat er jetzt schon abgehakt? Nicht schlecht. Ja, was ich sehr, sehr cool finde und auch immer schon cool fand. Und er hat halt irgendwann einfach nicht mehr die Zeit, die notwendige Zeit und die notwendigen Elan aufbringen können, um die Band mit voranzutreiben. Und deswegen haben wir uns irgendwann von ihm im Guten getrennt. Freuen uns auch immer wieder, wenn wir ihn sehen oder auch mal mit ihm ein bisschen Musik machen dürfen. Ja, aber es hat halt irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. Klar, wenn man dann auch vier Kinder unterwegs hat. Und dann hattet ihr noch einen zweiten Bassisten? Genau, danach hat der Christopher, auch ein sehr guter Freund von uns, bei uns gespielt. Die Sache beim Christopher ist nur die, Christopher ist eigentlich Schlagzeuger. Und das wurde dann mit uns natürlich auch irgendwann wieder ein bisschen mehr. Und wir haben dann, ich glaube 2015 mit ihm dann auch wieder, ich glaube jedes Wochenende gespielt, teilweise auch zwei oder drei Gigs dann mal an einem Wochenende. Und wir waren immer gute Freunde, wir haben immer total Spaß gehabt an dem, was wir machen. Aber weißt du, wenn das Instrument, was du in der Band spielst, eigentlich nicht dein Instrument ist und alle Vollgas geben und total Bock haben und irgendwie ihren Platz in der Band gefunden haben und so weiter und du bist der Einzige, der es irgendwie nicht ganz so hundertprozentig fühlt, dann ist es halt schwierig. Und deswegen haben wir dann auch irgendwann, er hat dann die Entscheidung für sich getroffen, dass er ganz gerne aussteigen würde, um halt vielleicht auch den Platz jemandem zu überlassen, der dann auch genau diese 100% geben kann. Ja? Und in diesem Zuge haben wir dann den Patrick, der schon seit, ich kenne den Patrick schon seit wir kleine Hosenscheißer sind, so ungefähr. Und der Patrick war immer schon dabei, also der ist seit 10 Jahren der beste Freund der Band eigentlich. Mhm. Und der hat dann tatsächlich auch für diese Band Bass spielen gelernt. Ach, das ist ja lieb. Ja. Also ist das auch nicht sein Instrument vom Prinzip? Nee, eigentlich nicht. Er ist halt eigentlich Sänger. Na, vielleicht schmeißen wir ihn doch wieder raus. Nö. Also, Leute, ihr habt es gehört, ist eine Stelle bei Spin My Fate frei geworden. Wenn ihr also gerne Bass spielen wollt. Patrick, leider vorbei. Leider. Was ist eure E-Mail-Adresse? War schön, aber leider. SpinMyFate@gmx.de oder spin was? SpinMyFate@SpinMyFate.de. Nein, insofern hast du recht, aber das Ding ist, nicht nur, weil halt der Patrick schon seit Ewigkeiten immer dabei ist und irgendwie auch immer schon Teil der Band sein wollte, es ist auch so, dass er sich mit dem Instrument auch so gut identifizieren kann, dass er dann jetzt auch wirklich den vierten Part der Band auch wirklich gut repräsentiert, sage ich mal. Sowohl nach innen als auch nach außen. Und er sagte mir auch letztens so, Simon, um Bassisten brauchst du dir keine Sorgen mehr machen. Da habe ich mich gefreut und ja, jetzt haben wir auch noch ganz viele Zeugen für diese Aussage. Mhm. Das heißt, Patrick, wenn du diese Band irgendwann verlassen willst. Geht nicht. Leider, nein. Nein, wir sind total happy mit ihm. Es ist richtig schön. Wenn man sich jetzt auch mal eure Songs genauer anhört, dann merkt man halt ziemlich schnell, dass eure Texte unter anderem auch politisch sind oder sehr stark politisch sind, wie ich finde. Also Jan, der schreibt ja eigentlich eure Texte, auch wenn der jetzt heute nicht dabei ist. Zu 100%, ja. Was genau ist denn so die Aussage von so Spin My Fate Texten? Was willst du dazu sagen? Boah, du fragst hier Sachen. ich will jetzt nicht sagen, die Aussage der Texte ist eine ganz klare, definierte Sache, wovon jetzt irgendwie, oder irgendwas, wovon die Texte so handeln. Ja, aber was ist so eure Position? Was ist euch so wichtig? Was ist eure Message? Ja, im Prinzip wie bei den meisten Leuten. Wir wollen irgendwie eine bessere Gesellschaft schaffen. Wir wollen ein besseres Umfeld schaffen. Wir wollen, wir wollen Liebe fühlen und geben, ja. Klingt jetzt ein bisschen schmalzig, aber so ist es tatsächlich. Also im Prinzip, Jans Texte handeln sehr, sehr, also er hat viele, viele politische Texte geschrieben, viele, also er ist auch sehr persönlich. Also ich finde teilweise die Texte, die er schreibt, sind sehr, sehr persönlich. Also sie schildern vieles aus seinem Leben, vor allem Abgründe. Also er benennt halt viele Dinge oder verarbeitet viel in seinen Texten, um halt, wie soll ich das sagen, er arbeitet so ein bisschen die dunkle Seite
von sich, damit er die andere ein bisschen besser ausleben kann. Also so würde ich es jetzt mal beschreiben. Ja, Liebe fühlen und geben, das habe ich mir gemerkt. Und wie das insgesamt klingt und wie ihr euch überhaupt entwickelt habt, darüber sprechen wir gleich noch in der Sendung. Jetzt gibt es erstmal Away vom ersten Album Two-Way Choice für euch, allerdings in einer Live-Version. Radio Münster hier. Ja, das ist die Live-Aufnahme von Away. Und wir haben heute Simon Bosse von der Band Spin My Fate zu Gast. Zur Bandgeschichte hast du uns ja vorhin schon mal ein bisschen was erzählt. Jetzt würde ich gerne mit dir über das erste Studioalbum Two-Way Choice quatschen. Das habt ihr damals 2009 veröffentlicht. Welche Erinnerung hast du eigentlich, wenn du an diese Studioproduktion zurückdenkst? Ach du Scheiße, das ist lange her. Ja, schon 10 Jahre jetzt. Ja, genau. Wir haben vor 10 Jahren, also 2008 haben wir das Ding aufgenommen und 2009 veröffentlicht, ja. Woran muss ich da denken? Wir waren absolut grün hinter den Ohren, wir hatten absolut überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Materie. Wir wussten nur, wir wollen jetzt unbedingt ein geiles Album machen und das allen zeigen, was wir da machen. Chaos, Stress,
Nein, Stress klingt jetzt so negativ. Es war eigentlich überhaupt kein Stress. Eustress. Also am Anfang war es überhaupt kein Stress. Wir haben mit einem guten Kumpel von uns damals ein eigenes Studio gebaut, bei ihm oder bei seiner Mutter im Keller. Und er hatte schon halt Plan vom Aufnehmen, aber er ist eigentlich kein Rockmusiker. So, wir haben halt mit ihm einfach mal irgendwie gemacht. Also einen kleinen Raum gebaut mit auch so ein paar Absorbern. Also wir waren schon über die Eierkartons hinweg. Wir wussten schon, dass das ist nicht so cool oder bringt nicht so viel. Also schon ein bisschen Geld investiert. Ja, so ein bisschen. Mhm. So 80 Euro im Baumarkt so ungefähr. Und irgendwie Holz zusammengesucht für Absorber und so Sachen. Und dann haben wir halt einen kleinen Raum zusammengebaut und dann halt aufgenommen. Und ja, wir hatten halt überhaupt keine Ahnung. Aber wir haben halt einfach mal gemacht. Ja, und ich bin auch echt stolz drauf. So. Also es war, ich glaube, so schön, nochmal eine Platte aufzunehmen, das geht einfach nicht mehr. Weil damals war das halt was total Besonderes. Und boah, geil, wir machen das erste richtige Album zusammen. So, wir bauen das irgendwie, wir bauen ein Studio dann selbst und wir nehmen auf. Und das war schon was Besonderes. Also vom Prinzip alles self-made. Nicht nur die Musik, sondern auch direkt das Studio, wo ihr aufgenommen habt. Ja. Ja, ja, alles. Wir haben alles komplett selbst gemacht. Ja, fett. Das Einzige, was halt dann schade war, am Anfang schade war, hinterher war es natürlich umso schöner. Derjenige, der das halt aufgenommen hat, wollte das halt auch dann mischen, aber hat dann irgendwann gesagt, so Jungs, ich krieg das irgendwie nicht so hin, wie es eigentlich werden sollte. Deswegen müsst ihr euch mal wen anders suchen. Und wir hatten damals schon die Release-Show organisiert und Einladung rausgeschickt und den ganzen Krempel. Und das Album noch nicht fertig. Nur das Album war noch nicht fertig. Schade, genau. Ja. Ja, und dann haben wir ganz viele Testmixe eingeholt von allen möglichen Mischern und darüber haben wir den Dennis kennengelernt. Und der Dennis ist seitdem unser Studiomischer. Ich arbeite mit ihm auch mittlerweile zusammen. Und der hat das Ding dann innerhalb von, ich glaube, 7, 8 Tagen gemischt und wir sind einfach mega stolz drauf, weil ohne ihn hätten wir das einfach so gut nie hingekriegt. Und nicht pünktlich hingekriegt wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Fett. Du hast gesagt, ihr wart ein bisschen grün hinter den Ohren, als ihr das erste Album aufgenommen habt. Ich habe mal ein paar Hooks zusammengeschnitten, damit ihr euch auch mal ein Bild vom Album Two-Way Choice machen könnt. Wir hören mal rein. Das jetzt mal im Zusammenschnitt gehört hast. Alter Schwede, ich habe es echt lange nicht gehört. Ja, was sind jetzt so deine ersten drei Worte, die dir dazu einfallen, zu dem Album jetzt? Och, ich finde, es ist eigentlich gar nicht so schlecht geworden. Ja. Wenn man überlegt, für die Möglichkeiten, die wir damals hatten und auch für den Plan, den wir hatten, den nicht vorhandenen Plan. Also ich fand so grün, grün in deinen Ohren fand ich das jetzt nicht klanglos. Ich finde das Album immer noch großartig. Ja. Also ich bin sehr stolz auf das Ding. Ich weiß noch damals so Abitur schaffen oder irgendwie Studienplatz kriegen und so weiter, war alles ganz okay, ganz nett. Aber dieses Album, als wir das fertig gehabt haben, da war ich glaube, ich war vorher noch nie so stolz auf irgendwas. Es war schon cool. Wir haben das dann auch fett gefeiert in der Fabrik in Coesfeld. Ja. Irgendwie, es war ausverkauft und alle haben mitgefeiert und war schon eine coole Zeit. War schon eine coole Zeit.
Also stolz ist so dein Wort, was dir dazu einfällt. Also ich habe mir das auch nochmal angehört und auch mal versucht, nochmal drei Wörter rauszuschreiben, vor allen Dingen im Vergleich zu den anderen Alben. Und bei mir war das jetzt erstmal, klingt ein bisschen roher im Vergleich zu den anderen Alben. Es klingt auf jeden Fall frecher. Irgendwie im Kontext zu den anderen Alben auch und etwas vertrackter. Ja. Und was ich genau mit vertrackt meine, das könnt ihr vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, wenn ihr diesen Song hier gehört habt, nämlich Trust von Spin My Fate. Fate hier bei Radio Münster. Ich habe mir mit Gitarrist Simon vorhin schon das erste Album Two-Way Choice vorgenommen. Jetzt würde ich gerne mal zu einem zweiten Album kommen. Act 2 When Worlds Collide heißt das und das habt ihr 2011 veröffentlicht. Ich habe dazu mal ein bisschen im Internet geschaut und ein Studio Diary entdeckt und gesehen, dass ihr das Album auch selbst aufgenommen habt. Das hast du ja vorhin auch schon mal zum ersten Album gesagt, aber da habe ich es dann direkt nochmal gesehen. Fand ich ziemlich cool. Das habt ihr, wie du auch vorhin schon gesagt hast, nicht in einem fetten Tonstudio aufgenommen, sondern ich glaube, das war dann bei euch im Proberaum? Ja, oder? Ja, ja, wir haben unseren Proberaum einfach umgebaut. Ja, genau. Wie kriegt man das denn hin, dass man in so einem Proberaum trotzdem einen fetten Sound hinkriegt? Ganz einfach, Dennis Köhner anrufen und die Sache läuft. Also einen vernünftigen Audioingenieur dann bestellen. Ja, also so ein bisschen, wo ein Wille, da ein Weg. Wir hätten uns niemals im Leben ein dickes Tonstudio leisten können. Hm. Ja? Insofern war das schon mal total ausgeschlossen. Tonstudio ist einfach nicht drin.
Und mit Dennis an der Hand haben wir einfach jemanden, der aus jedem Raum was zaubern kann. Und unser alter Proberaum war eigentlich, also der vom Klang, das Ding war die größte Muffkaschemme irgendwo. Also das war, da drin klang alles nur so. Ja. Und ja, dann haben wir halt einfach Dennis gefragt, was sollen wir machen, dass es irgendwie einigermaßen geht. Und dann haben wir halt Bassfallen in die Ecken gebaut und so weiter. Also quasi ein bisschen ausgebaut. Ja, also ganz provisorisch, ja. So die nötigsten Sachen. Und dann Instrumente rein, verkabelt, mikrofoniert und ein guter Freund von uns damals, der Melvin, der hat uns dann dabei geholfen. Und der Aaron, genau, anderer guter Freund, die haben sich so ein bisschen abgewechselt. Die haben sich dann an den Rechner gesetzt und haben auf Aufnahme gedrückt und wir haben halt gespielt. Und also ich ziehe mal noch den Hut, dass sie das mit uns durchgezogen haben, weil wir haben teilweise echt nächtelang durch aufgenommen, kreiert, umgeschrieben und nochmal wieder neu gemacht und nochmal wieder über einen Haufen geworfen. Und wie lange habt ihr das denn dann aufgenommen? Es hört sich jetzt noch nicht nach einer Woche Arbeit an, sondern nach einem Monat eher. Ja, ich würde sagen 6 Monate. Boah. Ja. Okay, dann verstehe ich auch den Einwand. Ja. Ja. Und wirklich dauernd. Also immer wieder neu. Und wir waren auch echt damals so, wir normalerweise ist es ja bei einer Band so, eine Band hat irgendwie so einen Sound oder so einen gewissen, wie soll man sagen, eine klare Linie irgendwie und fährt das dann durch, versucht damit vielleicht irgendwie erfolgreich zu sein, viele Platten zu verkaufen, viele Fans zu gewinnen. Und wenn sie dann irgendwann an einem hohen Punkt angekommen ist, dann probiert man mal aus, man experimentiert mal. Wir haben in der Zeit bestimmt auch den einen oder anderen Fan vielleicht verloren oder die eine oder andere Person, die unsere Musik sehr gemocht hat, weil wir einfach genau das Gegenteil gemacht haben. Bei der zweiten Platte wohlgemerkt. Ja, wir haben uns erstmal wirklich die musikalischen Hörner so ein bisschen abgestoßen. Also wir haben einfach wirklich alles an Musik gemacht, was wir irgendwie zu der Zeit gerade mal machen wollten. Und die Songs sind auch, wie der Name des Albums schon sagt, Act 2, When Worlds Collide. Mhm. Also es ist wirklich... das sagte der Dennis auch mal, es ist irgendwie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und so ist es auch. Jeder Song ist irgendwie anders und kein Song passt zu dem anderen. Ich habe auch manchmal schon gehört, ja, ist ja irgendwie ganz cool, aber irgendwie klingt das so, wie als ob da 10 verschiedene Bands drauf spielen. Stimmt auch. Ja. Stimmt auch. Aber das wollten wir damals auch. Also wir hatten da einfach Bock drauf. Wir wollten einfach irgendwie einfach nur Songs machen und nicht nur straight irgendwie Metal fahren oder irgendwie eher grungige Schiene fahren oder irgendwie ist es auch so ein bisschen leichte Weltmusik-Einflüsse drauf, also gerade so japanische Klänge, ich stand da immer schon total drauf, ich hatte da einfach Bock drauf irgendwie und dann, ja, haben wir das halt gemacht und zu einem Werk zusammengebaut und ich finde es immer noch schön, dass trotzdem sehr viele Leute das halt gekauft haben und viele Leute uns dann auch in der Zeit begleitet haben und dabei waren, das ist schön. Ja, und damit ihr euch auch mal eine Vorstellung davon machen könnt, wie das zweite Album von Spin My Fate klingt, da hören wir jetzt mal kurz rein. Wenn du sagst, abwechslungsreicher, bin ich voll bei dir und auch etwas eingängiger fand ich das jetzt, das zweite Album. Und du hast zwar gesagt, das klingt jetzt noch ein bisschen ja, japanischer Einfluss oder sowas, aber das, was ich jetzt eher wahrgenommen habe, ist eine andere oder andere Instrumente, beispielsweise ein Cello. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass ihr auch unklassischere oder Quatsch, andersrum, dass ihr klassische Instrumente in so einer Rockband noch mit eingebracht habt? Das finde ich ja ziemlich schon ungewöhnlich.
Ich habe, ja, was soll ich dazu sagen? Das hat sich irgendwie für uns so richtig angefühlt. So, die Songs brauchten das irgendwie. Wir hatten da auch einfach Bock drauf, mal andere Instrumente einzubauen, die wir jetzt vorher noch nicht irgendwie in unsere Musik mit integriert haben. Warum haben wir es gemacht? Ich glaube, wir hatten einfach Bock drauf. Wir wollten einfach mal, wir haben jetzt einen Kontrabass auf dem Album gehabt und irgendwie ein paar Streicher und mehrere Percussion und eine nach einer Sitar klingenden Akustikgitarre und so Sachen. Es musste einfach sein. Also es hat jetzt irgendwie nicht keinen bestimmten Grund, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt möchten wir mal Apokalyptika nachmachen. Nein, um Gottes Willen. Also vielleicht auch so ein bisschen was Rebellisches irgendwie so, keine Ahnung. Also was mir persönlich damals ziemlich auf den Sack ging immer, ist, wenn du auf Konzerte gehst und alle Bands klingen gleich, alle Bands sind gleich gekleidet, alle machen den gleichen Sound. Auf vielen Metal-Konzerten habe ich das erlebt, auf vielen Punk-Konzerten habe ich das erlebt und ich finde, das ist eigentlich blöd. Also mittlerweile ist es auch, finde ich, wieder ganz anders. Also wenn ich auf Konzerte gehe, ist das Gott sei Dank nicht mehr so, dass du diese ganz, ganz straighten Gruppierung hast. Ja, nee, da war viel zu viel Death Metal drin, das war blöd, weil das muss viel mehr Black Metal sein oder was weiß ich, keine Ahnung. Es ist so, ich finde das schade. Ich finde das geil, wenn du irgendwie du gehst auf ein Konzert und auch jede verdammte Band klingt einfach anders, aber klingt authentisch, klingt einfach nach irgendwas, wo man merkt, die Band, die hat gerade mega Bock da drauf. Muss nicht irgendeinem vorgegebenen Idealbild entsprechen. Ja, vielleicht haben wir damals auch schon da so ein bisschen, wollten wir da schon so ein bisschen ein Zeichen setzen. Ja. Glaube ich. Und wie sich klassische Instrumente in einer Rockband anhören, das hört ihr jetzt Spin My Fate mit Down That River. Seduce me once again.
Wir sprechen heute bei Radio Münster über die Band Spin My Fate und ich habe mir vorhin schon mit Gitarrist Simon Busse die ersten zwei Alben ein bisschen genauer vorgenommen. Bevor wir jetzt zum aktuellen Album kommen, würde ich gerne noch die Jahre 2013 bis 2015 ein wenig beleuchten. Da habt ihr ja jeweils immer ein Album bzw. eine EP rausgehauen. Also die Alben heißen Acoustic Sessions, das war 2013, Missing in Action, The Live Tape, 2014 war das und die EP hieß Here and Now, die war von 2015. Aber so ganz neu, wenn man mal ehrlich ist, nie Songs jetzt nicht. Erzähl doch mal bitte, worum es genau bei den Alben und bei der EP überhaupt ging. Also die Akustikplatte damals, da muss ich vielleicht dazu sagen, wir hatten immer schon vor, mal ein Akustikalbum zu machen oder ein Akustikwerk, wie auch immer man das schimpft. Und der Dennis, unser Mischer, den ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, der hatte uns damals angeboten, hey, ich hätte da mal Bock drauf, irgendwie mit euch eine Akustikplatte zu machen. Und ich habe zu der Zeit gerade in Enschede studiert, ich habe auch Musik studiert, habe das dann irgendwann auch quasi zu meinem Beruf gemacht und ich hatte irgendwann die Idee, ey, warum mache ich nicht irgendwie eine Bachelorarbeit, wo ich, ja, wo ich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann quasi. Ich arrangiere und produziere quasi ein Album für meine Band und gleichzeitig kann ich das als Bachelorarbeit für meine Uni machen. Das ist ja geil. Und, ja, und wir machen halt was wir immer schon mal machen wollten. Und ich persönlich fand, und das ist dann vor allem auch, ging dann vor allem auf meine Kappe, ich fand es irgendwie immer reizvoller, was zu machen, was so ein bisschen außergewöhnlich ist in der Musik. Also kein, ich sag jetzt mal, Standard, zwei Akustikgitarren, Akustikbass, Schlagzeug, Gesang, Set, wie man das vielleicht erwarten würde, sondern irgendwie auch mal, ja, andere Klänge mit einzubauen. Und habe dann damals eine Akustikband zusammengestellt mit einem Vibraphon, mit verschiedenen Percussion-Instrumenten, mit einer nepalischen Flöte. Was ist das denn? Eine Flöte aus Nepal. Ach so, ah ja gut, dann weiß ich Bescheid, danke. Und mit einem Piano und ja, mehreren Akustikgitarren, einem Banjo und was weiß ich, auch Streicher. Und habe dann quasi so eine Art Akustik-Big-Band zusammengestellt und einige unserer alten Songs halt neu arrangiert. Unter anderem auch einen neuen Song für dieses Album geschrieben. Mhm. Und dann haben wir uns eine Woche lang in einen Raum, so ein Forum bei uns in der Nähe halt eingeschlossen und dieses Album halt aufgenommen. Und
so kam das eigentlich dazu. Wir haben das dann hinterher auch mit einer großen Release-Soiree irgendwie noch mit einem Schriftsteller, der eine Lesung gehalten hat und einem guten Vorprogramm und so weiter dann präsentiert. Und genau, und das ganze Ding war dann quasi so meine Bachelorarbeit. Ne? Also halt die ganze Administration, das Team zusammenstellen, ja, die Songs arrangieren, produzieren, dann mit dem Dennis zusammen den Mix davon machen oder halt dabei sitzen. Er hat den Mix natürlich alleine gemacht, aber ich habe halt mitgeholfen und meine Ideen natürlich dann geäußert. Und natürlich dann immer Rücksprache gehalten, ne? Wie die anderen das wollen. Gerade der Jan, unser Sänger, der natürlich auch eine klare Vorstellung gehabt, wie das dann sein soll. Und ja, dieser ganze Prozess dann zusammen mit der Release-Soiree und allem drum und dran, Videoaufnahmen, Live-Mix von der Soiree und so weiter, das war dann quasi meine Bachelorarbeit. Und so ist es dann zu diesem Album gekommen. Aber was hast du denn jetzt bei der Bachelorarbeit gekriegt? Ja, war gut. War gut. Ja, war schon. Ja, aber es hört sich ja nach verdammt viel Arbeit an. Da hätte ich ja irgendwie eine geile Note erwartet. Ja, haben sie mir auch gegeben. Ja, das war also ganze volle Ladung. Okay, dann hat sich zumindest gelohnt, der ganze Abwasch. Ja, da. Definitiv. Ja. Aber warum habt ihr jetzt die ganzen Songs gecovert? Weil du hast ja vorhin gesagt, da ist jetzt nur ein oder zwei neue Songs mit drauf gewesen. Also war das jetzt zu schwierig oder habt ihr gesagt, Mensch, das ist doch total geil, wenn man so einen Song covern kann als Big Band, weil da kommt ja sowieso was Neues bei rum. Ja, nee, auch da wieder. Wir wollten einfach mal die Songs, die wir bisher hatten, auch gerade ein paar von den härteren Songs mal komplett anders arrangieren. Also wirklich ein ganz anderes Gewand stecken. So, ich denke im Nachhinein teilweise noch, ja, okay, ich hätte mir gerne noch etwas mehr Zeit gelassen und manche Sachen auch noch weiter ausgefeilt irgendwie und so. Aber wir haben das halt deswegen auch nicht als Album verkauft oder auch als Album gesehen immer, sondern mehr als so ein Nebenprojekt der Band. Also deswegen heißt das Album auch nicht irgendwie Act 3, When Worlds Collide Again oder so. Nee, sondern wir haben das halt The Acoustic Sessions genannt, weil das ist es eigentlich auch. Ich habe die halt schon arrangiert, die Sachen dann, aber wir haben das dann einfach, ne, wie gesagt, wir sind in den Raum, haben das dann aufgenommen und das als so ein Nebenprojekt gesehen. Und so klingen die auch. Also ich finde, teilweise hört man auch einfach, dass es Sessions sind. Ja, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, das irgendwann nochmal zu machen, so wieder mit neuen Liedern irgendwie, weil es ist einfach immer ein schöner kreativer Prozess. Ja. Auf dem Album Acoustic Session, da habt ihr auch unter anderem Terra Incognita drauf. Das klingt ja im Original etwas härter, und zwar so. Und wie der Song als Akustikversion klingt, das hört ihr jetzt. Thank you.
that you don't know. Fate mit der Akustikversion von Terra Incognita bei Radio Münster. Und über die Band Spin My Fate quatschen wir heute eine Stunde lang mit Gitarrist Simon Bosse. Und Simon, das ist ein ziemlich krasser Gitarrist, kann ich euch verraten. Hört euch mal beispielsweise das hier an, das ist von einer Live-Jam-Session. Ziemlich fett, wie ich finde. Jetzt mal, Simon, ganz im Ernst, wie lange braucht man eigentlich, um so geil Gitarre spielen zu können? Manche schaffen das deutlich schneller als ich. Ja, wann hast du denn angefangen? Ich habe mit 6 Jahren angefangen, Gitarre zu spielen. Okay, das heißt, du spielst jetzt ungefähr, wie alt bist du? Ich bin 31. Also jetzt hilf mir mal mit Rechnen, ich kann ganz schlecht rechnen. 25 Jahre. Ja. Ja. Aber du hast jetzt, ja, du spielst jetzt 25 Jahre Gitarre, aber du hast, wann hast du, wo, an welchem Punkt würdest du sagen, hast du richtig gut angefangen, Gitarre zu spielen? Ja, ich finde, das kann man ja selber immer sehr, sehr, sehr schlecht. Wann hast du das Feedback gekriegt, dass du richtig gut Gitarre spielen kannst? Mit 7. Oh, nach einem das Jahr. Erste Mal. Ja, ist ja mehr. Von Mami. Ja, genau, von Mami und von Papi und Oma und Opa und so weiter. Hier, du hast das ganz toll gemacht, ja. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich finde das immer schwierig zu sagen. Gut ist ja auch relativ, ne? Manche würden jetzt sagen, ja, so geil spielt er auch nicht. Und andere würden sagen, boah, heftig. Und, keine Ahnung. Also ich. Für mich war es immer wichtig, dass, wenn du ein Instrument spielst, mir kam es jetzt nie darauf an, dass du halt in erster Linie technisch mega krass beherrscht, sondern dass du zusammen mit dem Instrument irgendwas schaffst. Mhm. Also irgendwie was ausdrückst. Ja? Und daran messe ich auch einen guten Gitarristen jetzt in diesem Fall oder einen guten Schlagzeuger, einen guten Sänger, wie auch immer. Die müssen nicht perfekt spielen. Die müssen auch nicht technisch die krassesten Sachen hinlegen oder so. Manchmal können 2 Töne oder 3 Akkorde halt auch einfach alles sagen, was man gerade oder was sie sagen müssen, so, ne? Irgendwie. Und mich inspirieren einfach Leute, Persönlichkeiten. Wer denn zum Beispiel? Gibt sehr, sehr, sehr viele. Mich inspirieren auf jeden Fall. Also ich habe so ein paar Leute, wo ich immer wieder, also diese Frage habe ich schon häufiger gehört, deswegen habe ich mir deswegen auch oder darüber mal Gedanken gemacht. Ich finde Jeff Ament, den Bassisten von Pearl Jam, unheimlich cool. Einfach weil die Person einfach, der ist einfach total auf dem Boden geblieben und der macht coole Sachen. So, der macht auch vor allem Sachen, die mich halt selber auch interessieren. Er ist Skater, so, das finde ich, ich war immer schon im Herzen Skater oder seit meiner frühen Jugend. Der baut Skateparks also in Gegenden, wo Kids irgendwie sehr suizidgefährdet sind, weil sie vielleicht auch einfach keine Möglichkeiten haben, ne, sich auszuleben oder beziehungsweise sich auszudrücken, ne, über Sport, über Kunst, über Musik oder was auch immer. Das finde ich sehr cool und er ist einfach als Bassist, finde ich, der integriert sich geil in die Musik und ist einfach eine Persönlichkeit, die mir einfach imponiert. Als Gitarrist zum Beispiel finde ich den John Frusciante oder Mike Einziger, also John Frusciante von Red Hot Chili Peppers und Mike Einziger von Incubus sehr, sehr, sehr inspirierend. Das sind jetzt beides keine Leute, die technisch halt die krassesten Gitarristen sind irgendwo und die sind beide super gut, aber sie haben einfach ein Gitarrespiel, was ich total cool finde, ne? Oder Sting hat mir schon immer total imponiert. So, der ist einfach mutig und hat irgendwie sein Ding gemacht und auf eine sehr coole Art und hat viele, viele Dinge gesagt, wo ich sagen muss, okay, cooler Typ. Ja.
der war zu einer Zeit, wo er erfolgreicher war denn als jeder andere, total unglücklich. Und ne, Erfolg und irgendwie ein geiler Typ sein und irgendwas besonders gut können oder so ist halt nicht alles. Das Leben hat noch ein paar andere Sachen so, um die man sich kümmern muss. Und ich weiß nicht, das sind einfach Leute, die mich einfach total beeindrucken. Oder zum Beispiel fällt mir jetzt gerade noch ein, der Nathan Gray, der Sänger von Boyz II Men. Das ist so eine Person, die mich halt auch total beeindruckt irgendwie, ne, so als Künstler. Ich habe Boyz II Men zum Beispiel jetzt letztes Jahr noch in Münster auf dem Mainstream Festival gesehen. Und ich denke mir, was für eine unfassbar geile Band ist das? Also, ne, die spielen technisch nicht perfekt und der Sänger singt auch nicht perfekt oder so, aber die verkörpern was. Was mir imponiert, was mich inspiriert, was ich einfach gut finde. So. Und auch, Nathan jetzt explizit, er macht auch einfach mal an der richtigen Stelle seinen Maul auf und sagt einfach auch, was er denkt und was er fühlt und macht das auf eine sehr, sehr ehrliche und authentische Art und Weise. So, ich weiß nicht, zum Beispiel hat er noch eine gute Ansage gemacht zur momentanen Flüchtlingspolitik in den USA. Das war schon echt, das hat mich ganz schön berührt. Ich fand's fett. Und das sind einfach Leute so, zu denen ich irgendwie, wo ich echt einen Hut vorziehe, die mich inspirieren. Und ich versuche das natürlich dann irgendwie auf meine Art auch zu machen. Ne? Mit meinem Instrument, durch irgendwas, wie auch immer. Ja, ich hoffe, es gelingt mir. Einigermaßen. Ja, ihr seid ja auch alle, muss man ja sagen, ziemlich gut. Um das jetzt auch mal mit ein bisschen Material schon, Linda, zu untermauern, habe ich ein mal einen Live-Mitschnitt von Alive, von Pearl Jam eigentlich. Das covert ihr ja zwischendurch mal live. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Können wir vielleicht mal. Ja, ich habe es mal im Internet gefunden und ich habe das direkt mal mit dem Original von Pearl Jam live verglichen und ich habe jetzt auch mal direkt zwei Schnipsel mitgebracht und du sollst mal gleich erraten, welcher von euch und welcher von Spin My Fate live ist. Ich starte mal den ersten Clip. Klingt schon ziemlich geil und ich werde es nicht zu viel verraten, aber es könnte tatsächlich Spin My Fate oder Pearl Jam sein. Simon, hast du schon eine Ahnung? Oder eine Vermutung? Ich habe den zweiten ja noch nicht gehört. Ja, aber hast du jetzt nach dem ersten schon eine Ahnung, ob das jetzt... Habe ich. Soll ich das schon verraten oder sollen wir erst mal abwarten? Noch nicht. Aber lass uns mal in den zweiten reinhören. Und? Weißt du es jetzt? Ich finde es total schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es zeigt auch, wie geil ihr eigentlich live performen könnt. Weil ich musste es mir, glaube ich, 5-mal anhören, um überhaupt erstmal einen Unterschied festzustellen. Ja, ich habe es halt direkt gehört, weil den zweiten hat Jonas Bertels getrommelt. Achso, an dem Schlagzeug. Nicht. Ja, okay, ja. Am Schlagzeug habe ich es dann hinterher nämlich auch erkannt. Ja, ja ziemlich krass. Ich habe jetzt auch den Sound auch erkannt, irgendwie so, ne? Den Live-Sound irgendwie. Ach, das auch noch. Also das, der Raum halt, der Raum spielt da auch eine Rolle. Und ich weiß halt, wie unser Live-Recording da klingt. Aber ich habe es direkt am Schlagzeug gehört. Krass. So, Jonas hat einen ganz klaren eigenen Stil irgendwie und das hört man einfach. Ja, und ich habe beim ersten halt schon gehört, dass das Jonas nicht getrommelt hat. Ah. Boah, aber richtig gut. Also ich hätte es nicht erkannt und auf der anderen Seite hätte es auch nicht verlieren können, weil ich fand, das war jetzt so, ja, gleich irgendwie für einen Laien irgendwie. Also ich hätte es auf jeden Fall nicht erkannt. Ziemlich geil. Klar hätte ich verlieren können. Ich hätte auch einfach sagen können, das erste ist von uns. Aber ganz ehrlich, ich habe echt keinen Unterschied gehört, so vom Prinzip. So, na klar, beim Schlagzeug, aber so vom Prinzip her, es war jetzt nicht das eine besser oder das andere schlechter, was ich ziemlich krass finde. Und wie ihr euch auf dem neuen Album Tides entwickelt habt, das hören wir gleich noch. Vorher noch als kleine Einstimmung Fix Me. Lost in the great void, I never stood a chance.
everything is broken. There is no way out, everything is broken. There is no way out, everything is broken. Von Spin My Fan und Simon Bosse ist heute bei uns zu Gast bei Radio Münster und er hat mir schon einiges zur Bandgeschichte und den veröffentlichten Alben erzählt. 2017, da habt ihr euer neuestes Album rausgebracht, Tides heißt das, und da hören wir mal rein, wie das so klingt. Simon, was meinst du, was unterscheidet dieses Album deiner Meinung nach von den anderen Alben? Das Album ist deutlich geradliniger als alle Alben, die wir je zuvor gemacht haben. Und das ist auch ganz gut so, weil wir hatten, wie ich vorhin schon mal sagte, wir haben uns halt früher immer so die musikalischen Hörner abgestoßen und wir wollten jetzt einfach mal ein klares Gewand schaffen, wo man sagen kann, so, das ist Spin My Fate, so klingt Spin My Fate jetzt. Sprich, wenn du den ersten Song hörst oder die ersten drei Songs des Albums, dann weißt du einfach ganz genau, wie die Band gerade klingt. Und wir haben momentan auch einfach Bock, auf der Bühne irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, steil zu gehen. Also viel zu springen, das hört man auf dem Album auch. Wir haben die Songs sehr auf springbare Rhythmen aufgebaut und so kreiert, dass wir, ja, dass sie uns einfach Spaß machen. Mhm. Dass sie uns sehr viel Spaß machen, sie halt auch einfach so genauso auf der Bühne halt zu performen. Das klingt auch tatsächlich so, als ob ihr viel unterwegs seid. Was würdest du denn eigentlich sagen? Seid ihr eher so eine Studioband oder eher tatsächlich so eine Liveband? Ganz klar live, auf jeden Fall. Also das ist auch das Feedback, was ich immer regelmäßig von Leuten, von Fans, von Bekannten, auch von anderen Bands höre. So. Was mich auch sehr freut, muss ich sagen. Also wir haben auch nie die Ambition gehabt, auf live so zu klingen wie auf Platte. Oder auf Platte so zu klingen wie live. Vielleicht sollten wir allerdings das zweite Mal probieren mit dem nächsten Album, dass es vielleicht ein bisschen unsere Live-Charakteristik wiedergibt. Ich weiß noch nicht, wie man das machen kann oder wie wir das machen können, das sehen wir dann. Aber wie gesagt, wir hatten nie die Ambition, so zu klingen live, wie wir das halt auf der Platte sind. Ne? Und gerade bei dem letzten Album, ich würde sagen, es ist sehr vom Sound schon, naja, perfekt kann man nicht sagen, aber es ist vom Sound schon sehr, sehr durchproduziert und sehr, sehr fett, was natürlich auch daran liegt, dass wir das selber mittlerweile auch besser machen können als früher. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ist relativ, sieht wahrscheinlich jeder anders. Aber wir haben einfach, wie gesagt, die Ambition, nicht so zu klingen wie auf Platte, und live
würde ich sagen, ist es einfach noch mehr wir. So, und einfach, ne, die Kommunikation mit den Leuten, das ist einfach das, was uns wichtig ist, ne? Leute zusammenbringen, zu sehen, ey, dass wir eine gute Zeit zusammen haben, ne? Und versuchen auch immer mal ein paar Leute zu integrieren und auch vielleicht auch auf Songwünsche von Fans oder so einzugehen, ne? Und insofern, also wir sind meiner Meinung nach ganz klar eine Liveband. Und jetzt zum Schluss nochmal so ein kleiner Ausblick. Was erwartet uns noch in diesem Jahr von Spin My Fate? Wir werden sehr viele Konzerte spielen dieses Jahr. Ich glaube, 16 sind jetzt schon bestätigt, aber das meiste wird jetzt so in den nächsten 8 Wochen sowas, denke ich mal, kommen. Mhm. Also wir haben uns so als Ziel gesetzt, dass wir versuchen, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall 40 Konzerte, sowas haben wir halt irgendwie uns vorgenommen, ne, schreiben wir an. So die Messlatte dann. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es sogar tatsächlich auf jeden Fall auch mindestens 30 werden. Mhm. So. Also wir werden auf jeden Fall ganz viel spielen. Wir haben total Bock. Am liebsten jedes Wochenende. Und das zum einen, und zum anderen werden wir haben damit schon angefangen im letzten Jahr. Wir werden jetzt dieses Jahr weiterhin viel an neuen Songs arbeiten, um dann halt eventuell nächstes Jahr auch ein neues Album wieder zu veröffentlichen. Ja, dann euch weiterhin viel Erfolg. Das war eine Stunde Dankeschön. Mit Spin My Fate hier bei Radio Münster. Danke. Und Simon, du darfst dir jetzt zum Schluss nochmal einen Song wünschen, am besten mit Begründung. Dann würde ich von uns den Song Self-Confidence nehmen. Das ist der letzte Song auf unserem neuen Album. Und ich finde immer ein ganz schöner Schlusssong. So. Ja. Und einfach ein Song, der auch... wo ich einfach unfassbar stolz drauf bin. So, ich finde, der ist uns einfach gut gelungen. Und der macht mir live momentan auch am meisten Spaß zu spielen. Ja, das lasse ich dann so stehen. Vielen Dank, Simon. Ja, gerne. Hab mich gefreut. Danke. Ich bin Lennart Zettli. Tschüss, mach's gut. Ciao. Standing tall, I am telling you that I'm broken. Here is one last try, fighting the flood with a comatose and blinded. Visions will appear and I try to admit, you wanna talk about it, so just give me a reason. Presenting all the faults and you bring me the mold that I fit in, I have to say enough is enough. Circles, don't try to preach to me.